Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Ja, in der letzten Folge mussten wir leider erstmal einen kleinen Cut machen, weil ja irgendwie gar nichts funktioniert hat und ich nicht so richtig weiterkam. Und als ich hier gerade in Pause gegangen bin, ist mir etwas aufgefallen, beziehungsweise als ich gerade wieder zurück rausgegangen bin und ich mich eigentlich umsehen wollte, ist mir was aufgefallen. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir dadurch der Lösung näher kommen, aber ihr seht ja hier diese Kerzen. Ich hoffe inständig, auch wenn es zugegebenermaßen echt gemein vom Entwickler wäre, wenn dem so ist, aber ich hoffe inständig, dass die nach einer gewissen Reihenfolge gemacht werden müssten. Das heißt, da würden wir dann anfangen. Da hinten in der Ecke wäre der zweite. Dann nach links drehen und dann hinten den rechten. Ich werde es mal versuchen. Da müsste ja theoretisch ja irgendwas passieren, die Knospe aufgehen oder so, keine Ahnung. Ja, es geht ja im Endeffekt darum, die Knospe zu reinigen. Also denke ich mal. Oder es kommen dann andere Gegner. Das kann natürlich auch sein, dass ich die erledigen muss und dann erst das mit der Knospe machen kann. Ich versuch's mal und ja, wenn es nicht funktioniert, dann mache ich nochmal eine neue Aufnahme. Dann werdet ihr eh nie etwas davon erfahren, dass ich diese Aufnahme gemacht habe. Okay, also den erst hinter mir links, dann rechts. Okay, ich versuch's einfach mal. Den. 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 Und den. Kommen jetzt wieder die Motten? Kommen jetzt wieder die Motten? Nein! Oh, perfekt. Okay. Ich bin ganz ehrlich, ich war mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Ich bin davon ausgegangen, dass ich eh dann die Aufnahme nochmal neu starten werde, aber cool. The children in Taro often fished in these streams. In the stillness of the forest. I can almost hear their voices. Taro and his siblings felt safe in these woods. You taught them well, Ruthu. Okay. Ja, perfekt. Dann haben wir zumindest die Sache schon mal erledigt. Dann haben wir aber immer noch zwei Schreine, wo wir nichts mit anfangen können. Also da hinten der. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment. In die Richtung gehen wir wieder zurück. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir da nicht vielleicht irgendwas machen können. Nee, da gehe ich jetzt in die Richtung von dem Schrein. Hä? Das muss ich gerade mal gucken. Nee, stimmt. In der Richtung. Ich gehe jetzt einfach hier rum. Aber ich meine, das war der eine Schrein, wo wir nicht weiterkamen. Wobei, war ich hier noch nicht? Nein, was höre ich hier? Hallo? Ach, das war das. Ja. Nee, das sind mal. Ach, das ist die Kiste, die ich höre. Ah, okay. Da müssen wir auf jeden Fall dann auch wieder zurück. Das muss ich mal bemerken. Das ist hier in der Richtung. Okay, also unten rechts auf der Karte. Da sind wir. Moment, können wir hier noch hoch? Hier sind wir, glaube ich, eben schon durchgegangen, oder? Sind wir hier durchgegangen? Ich bin mir nicht sicher. Oder haben wir das einfach nur verpennt hier? Hallo? Hä? Hm. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, ob wir jetzt hier schon. Nee, wir waren hier. Anscheinend noch nicht. Oder wir haben das hier alles übersehen. Das kann natürlich theoretisch auch sein.
Zum heiligen Baum. Ne, Moment, den heiligen Baum, den hatten wir aber doch. Ja. Also, beziehungsweise, da waren wir zumindest eben. Ach nee, den müssen wir mitnehmen. Moment. Wo müssen wir den denn hinnehmen? Ist das eins dieser Dinge, die man hier draufstellen muss vielleicht? Da steht ja auch drei Eulen, ne? Aber ich denke, wenn, sollten die wohl in der direkten Umgebung sein. Also ich glaube nicht, dass man die jetzt so weit wegholen kann. Kommt mal mit, Jungs. Ich hoffe, dass ihr so weit mitkommt. Nein! Doch. Oh, ich dachte schon. Oder? Nee. Ach komm. Kann ich die nicht bis hier bringen? Also ich denke mal, dass das dazugehört, dass das hier drauf gehört. Aber, oh, was haben wir hier? Holz. Das ist gar keine Kiste. Okay. Right there. Pass auf. Können wir das dann vielleicht irgendwie so schrittweise machen? Keine Ahnung. Leute. Hallo? Hä? Jungs? Könnt ihr dann vielleicht mal dahin gehen, wo ich euch hinführe? Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Muss ich das jetzt verstehen? Okay, wir probieren es einfach mal. Ich meine, wir werden hier wahrscheinlich eh nicht wirklich weiterkommen, weil, ja. Weil wir ja noch die anderen beiden brauchen. Aber zumindest können wir es hier mal versuchen. So, und jetzt dahin. Okay, also schrittweise kann man es anscheinend hier hinbringen. Und es scheint auch zu funktionieren. Das ist schon mal positiv. Dann weiß ich zumindest schon mal, was ich hier machen muss. Ah, da ist noch einer. Ah! Right there. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich bin hier gar nicht so richtig durchgegangen. Aber gut. Kommt, Jungs. Bisschen schneller. Frage ist, bleiben die jetzt an den Wurzeln wieder hängen? Nee, okay. So. So, ja. Okay. Aber ich denke mal nicht, dass ich damit jetzt den Baum öffnen kann. Ich glaube jetzt eher, dass das sowas Kleines ist, um irgendwie noch Punkte zu bekommen oder so. Aber ich habe keine Ahnung. Hier haben wir hier alles erkundet. Sind wir jetzt von hier gekommen? Ich verliere hier gerade so ein bisschen den Überblick. Ich meine, aber hier sind wir doch drüber gekommen, oder? Über diese Brücke. Genau, da unten war das, wo wir immer noch nicht... Ah ja, doch. Das haben wir dann ja in der Ecke gemacht. Da haben wir dann einen neuen Freund geholt. Das heißt, ich denke mal, der Bereich ist dann abgeschlossen. So. Frage ist... Da ist noch eine Eule. Oh, okay. Kommt mit. Hier rum. Das wäre jetzt auch das nächste gewesen, wo ich geguckt hätte. Ich habe aber jetzt nicht gewusst, dass man so einfach von der Seite auch dahin kommt. Ja, komm. Komm. Moment. Darum. So. Geht an die Arbeit. Ernsthaft? Den ganzen Scheiß haben wir jetzt gemacht, nur um einen Hut zu bekommen. Wollt ihr mich verarschen?
Das ist echt nicht euer Ernst, oder? Boah, ey. Und deswegen kommt man dann hier nochmal zurück? In der Hoffnung, dass man irgendwas machen kann? Ja, das bringt uns dann aber trotzdem in keinster Weise weiter, was das betrifft. Hier haben wir alles gemacht, bis auf diese... Sorry, scheiß Truhe, die mich so ankotzt hier. So, das war jetzt der Teil. Aber da ist die Verderbnis? Hä? Moment. Das war doch gerade der Teil, genau, den ich gerade gelöst habe. Aber hier steht, dass links von mir Verderbnis ist. Ist damit jetzt der Baum gemeint? Nee. Irgendwie da oben drauf oder so, da wo ich herkam, oder nicht? Das verwirrt mich jetzt, ehrlich gesagt. Vielleicht müssen wir da doch nochmal genau gucken, ob wir hier irgendwie uns da hinziehen können. Es ist sowieso alles ein bisschen komisch. Da oben ist eine Blume, aber die kann man von da aus nicht anschießen. Also von da aus, wo wir waren. Ich gehe da nochmal gucken. Mir lässt das jetzt irgendwie keine Ruhe. Nein. Ach, ich wollte eigentlich schießen. Also, hier ist so nichts. Da geht's anscheinend... Moment, da ist aber doch auch noch eine Blume. Kann man die von hier aus anschießen? Anscheinend nicht. Ist das nicht der Baumstamm? Ja, genau, das ist doch der Baumstamm, wo ich eigentlich hin wollte. Wieso geht die an, wenn ich hier stehe? Das ist echt eine Sauerei hier. Ah, komm. Das ist doch... So. Da in der... Also ich denke mal, da oben muss ich auf jeden Fall hin. Ist das jetzt die Verderbnis, die bei mir... Ja, ich denke mal, das ist diese Verderbnis, die angezeigt wird. Obwohl, das ist ja eigentlich ein Schrein, sollte das sein. Was ich nicht verstehe, die da hinten öffnet sich ja auch nicht. Achso, das war die unter mir. Die ist zu weit weg. Ich meine, gut, das kann ich noch verstehen, dass wir von der Seite aus vielleicht dahin müssen. Aber... Wie kommen wir dann da hin? Boah, nerv mich nicht hier unten drunter, ehrlich. Hier kann ich doch auch nicht rum, ne? Gehe ich mal stark von aus. Da rutsche ich ja den Baum wieder runter. Ach, nee, oder? Ist das dein Ernst? Och, ich bin einfach zu blöd, um richtig danach zu gucken. Das ist nicht euer Ernst. Ach, komm. Jetzt ärgere ich mich wirklich über mich selber, weil ich das beim... Ich glaube, in der letzten Folge war... Oh, halt dich bloß fest. Ich glaube, in der letzten Folge war es, nämlich nicht gesehen habe. Ah! Es hätte so einfach sein können. Naja, einfach ist immer relativ, ne? Moment, hier muss ich... Muss ich da jetzt hin? Da ist so ein komisches Symbol. Na, Moment, da? Dann komme ich auf die Seite. Die Frage ist... Weil ich da hinten noch weiterkomme, muss ich da irgendwas machen? Oder jetzt erst auf die Seite? Ich meine, hier ist eine Blume. Die sollte theoretisch aufgehen, wenn ich auf der anderen Seite bin, oder? Ich hab doch keine Ahnung. Ach, Leute. Echt jetzt. Mal ein bisschen vorsichtig nach vorne. Keine Ahnung, das ist so viel, wo man jetzt theoretisch hin kann. Ah, aber hier scheint jetzt... Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Hier scheint ein Geheimnis zu sein.
Geisterpost. Ah, perfekt. Okay. So, die Frage ist jetzt, komme ich da jetzt auch so wieder hoch? Oder muss ich jetzt die ganze Scheiße wieder von vorne machen? Das ist jetzt die Frage. Bin ich jetzt hier drauf, ne? Ah, okay. Ich hatte gerade schon so eine ganz böse Befürchtung, aber das ist gut. Dann ziehen wir uns wieder rüber. Okay. Boah, wie gesagt, ne? Ich und meine Höhenangst. Das ist immer richtig geil bei solchen Spielen. Moment, was ist jetzt hier gerade? Ah, dann triggert die Blume. Sehr gut. So, dann gehen wir hier erstmal hoch. Was war das gerade? Ist denn nicht gerade irgendwas rumgeflattert hier oben? See that over there? Das hat mich jetzt etwas irritiert. Moment, da ist noch eine. Kann ich doch noch eine benutzen? Okay, sammelt mal schön Punkte. Ich schau mal, oh Gott, wie dieses Chaos hier weitergeht. Okay. Ah. Da muss ich nicht da runter, sondern dementsprechend da hoch. Aha. Haha. Okay, hier können wir dann auch später wieder zurück. Das haben wir ja schon festgestellt, wie das funktioniert. Ist aber schon ganz cool gemacht. Also auch so die Idee mit dem... Es wäre ganz cool gemacht, wenn es funktionieren würde. Die Idee mit diesen Aufzügen und so, finde ich schon ganz cool. Jetzt. So. Ich dachte gerade, er geht so direkt wieder zurück. Ich kriege schon die Krise hier. Okay. Da hoch. Das kennen wir ja alles so von Tomb Raider, so die Art, ne? Mit dem Klettern. Sind wir hier... Wir sind jetzt hier aber nicht eben hergekommen, oder? Nee, ich glaube nicht. Ja, geht... Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, jetzt kommen auf dem kleinen Stück hier Gegner. Hallo, guten Tag. Die sieht irgendwie sehr imposant jetzt hier aus. Die Frage ist, schickt die jetzt Gegner, wenn ich... Ja, schickt sie. Was war das? Ah, ich sehe schon. Oh ja, 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 ich sehe schon. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt ausweichen. Ja, bloß nicht aus... Hallo, was mache ich? Wie bin ich da jetzt reingekommen? Das wäre nur ganz hilfreich, wenn die dann auch kaputt gehen würden. Oder so. Oh nein! Wollt ihr mich verarschen? Nein! Ihr, boah. Ich will nicht sagen, was ich gerade für Wörter im Kopf habe. War das jetzt da oben? Ich glaube, das war da oben, oder? Aber die ganze Scheiße jetzt nochmal neu machen, das ist doch... Oh Mann, ey. Okay, also links können auch welche kommen. Das war jetzt echt fies. Das war jetzt mega, mega fies. So, du Penner. Hallo? Ja, komm, ernsthaft jetzt?
Ja, bloß nicht mal ausweichen. Kein Thema. Nein, das habe ich jetzt gemacht. Also ich kann mich offenbar über die Plattformen hinweg bewegen. Das ist schon mal gut. Die Frage ist, soll ich das? Nein! Och komm! Ich wollte mich gerade rüberziehen lassen. Komm, komm, komm. Nein, 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 das sind noch welche, das sind ja noch welche. Oh mein Gott. Ich möchte bitte keinen Kampf mehr auf irgendwelchen Plattformen haben. Danke. Oh, das war jetzt... Ich habe am Ende ziemlich wenig Leben gehabt und ich habe auch nichts gesehen. Ja gut, dieses eine hier vorne habe ich gesehen. Sprich mit mir. Some of the shrines represent guardians of the forest. From up here, it's easy to imagine them watching over the land. Okay. Okay. Was ich übrigens beim letzten Mal baue. Baue den Waldschrein wieder auf. Ich wollte gerade sagen. Was ich beim letzten Mal übrigens vergessen habe. Was ist das denn? Starte den Kampf mit einer Rottaktion verfügbar. Muss ich das... Ja, das muss ich kaufen, ne? Aber wie viel? Ach so, für 300. 600 habe ich. Die Stärke vom Schild wird erhöht. Und sonst habe ich nicht allzu viel hier, ne? Drücke R, während du deinen Bogen spannst, um die Zeit zu verlangsamen. Okay... Das ist natürlich nicht schlecht. Kena kann fünf Pfeile abfeuern, bevor der Geisterbogen wieder aufgeladen muss. Das fände ich persönlich sogar noch besser. Drücke X, während du deinen Bogen spannst, um einen Rottpfeil zu erzeugen. Kenas Bogen feuert einen mächtigen Schuss ab, der Feinde durchbohrt. Ah. Da weiß man gar nicht so richtig, was man nehmen soll. Moment, das kostet 200, weil mit dem Bogen, das ist gar nicht so schlecht. Dann wären wir schon bei 500. Aber das mit dem Zeitverkürzen. Ist das scheiße. Ich würde sagen, wir machen... Das mit den 5 Pfeilen. Ja, bleibst du da jetzt mal drauf. Und dass man quasi durchbohren kann. Theoretisch müssten das ja 2 verschiedene Sachen sein. Das heißt, man hätte ja mehr... Achso, das sind die Sachen... Erinnerungen 3. Okay, dann gehen wir hier mal raus. Ja, da ich allerdings... gerade einen harten Kampf hinter mir habe. Speichere ich vorsichtshalber nochmal. So, die Frage ist jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen uns quasi in die Richtung halten. Genau. Und das ist auch schon unten, was ich da sehe. Nämlich die Verderbnis da.
Wobei ich immer noch nicht weiß, wie ich denn eigentlich da jetzt hinkomme in dem Bereich. Ich schaue da jetzt noch mal eben kurz nach. Hier sind wir jetzt überall hochgeklettert. Es wäre schön, wenn wir wie beim Anfang irgendwie Steine hochzaubern könnten oder so. Das wäre natürlich... Obwohl, naja, das bringt uns trotzdem nichts, weil wir da hinten dann nicht weiterkommen. Ja. Was ein bisschen... Moment, jetzt muss ich mal eben schauen. Wir waren ja auf der Seite schon. Ach komm, geh doch einfach zur Seite. So schwer ist es nicht. So. Wir waren ja schon auf der Seite. Ach so, dann kommen wir aber nur in den Bereich rein. Aber da hinten, aber das ist, glaube ich, nur die Heilung. Ja, das ist nur die Heilung. Die habe ich eben zufälligerweise nämlich noch gefunden gehabt. Mehr haben wir hier nicht. Die Frage ist, ach Moment, da ist auch noch was. Ach, der führt dann wieder nach... Ah, Moment. Der führt in einen Bereich. Schauen wir mal eben nach. Die Frage ist... Hier ist noch was. Ach so, da müssen wir... Da müssen wir doch irgendwie so eine Träne für haben. Jetzt hier aber auch nirgendwo. Vielleicht heißt das nur, dass wir dann nachher mit dem wieder hochfahren müssen. Und dann die Träne hier abzugeben. Das kann natürlich sein. Hallo? Da ist nur das. Hier steht hier gerade so schön. Ah, okay, das ist doch eine Anhöhe. Wobei ich da vermutlich jetzt runterrutschen werde. Aber da komme ich nur zum Heiligen Baum. Das haben sie wahrscheinlich jetzt extra gemacht. Damit man, wenn man das hier als letztes macht, direkt zum Heiligen Baum runterkommt, gehe ich mal stark von aus. Das Problem ist nur, dass wir ja das eine noch nicht haben da hinten. Wobei ich gerne wissen würde, wie man da die Verderbnis wegkriegt. Kann ich hier noch was nehmen? Ja, Tatsache. Ja, cool. Leute, Jungs, fressen! Es sind doch ganz viele Bären. Allerdings kleine Bären, muss man dazu sagen. Kann man die nicht nehmen? Also, dass sie da fressen können, dass wir Punkte kriegen? Nicht? Oder muss ich die einmal... Nö. Ja, keine Ahnung. Okay, dann würde ich sagen, mache ich mich... wahrscheinlich wieder nach hinten auf zum nächsten Gebiet. Und sobald ich dann da bin, werde ich euch dann in der nächsten Folge wieder hinzuschalten. Mich wurmt es ein bisschen, dass wir jetzt hier keine Träne haben für das Teil oben. Wahrscheinlich kriegen wir die hier vorne. Allerdings, naja, es ist halt Verderbnis da. Und da wir hier nichts haben, womit wir die Verderbnis wegkriegen, ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht, wie man das... lösen sollte. Und drauf schießen ist auch nicht. Ich habe gedacht, naja, letzter verzweifelter Versuch. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns, wie gesagt, im anderen Gebiet, also im letzten Schrein, den wir noch haben, in der nächsten Folge wiedersehen. Und ja, ich hoffentlich einen Weg finde, wie wir da überhaupt hinkommen. Weil die eine Seite ja irgendwie komplett versperrt war. Bis zur nächsten Folge. Ciao!